Hey, da seid ihr ja wieder bei einer weiteren Folge von Bonusabenteuer von Mystery of the Unicorn Castle 2. In der Vergangenheit, also da, wo der Hexer anscheinend richtig erst losgelegt hat. Nur eine Holzkiste. Wenn ich noch eine darauf stelle, kann ich ein Vogelhäuschen. Ja, da müssen wir noch eine Kiste finden. Ich glaube, unter diesem Stein befindet sich etwas. Ja, da brauchen wir erstmal was. Ja, ist klar, dass der erbost ist. Lichtung. Ja, da brauchen wir Schlüssel. Die Kette versperrt den Weg zur Klippe. Wie seltsam. Okay, auf diesen Spalt strömt ein heißer Dampf. Ich komme nicht näher ran. Da ist noch eine Kiste. Im Brunnen ist es stockdunkel. Ich kann absolut nichts erkennen. Aber ein Stock. Die Glühbirnchen sind wahrscheinlich brillant. Sie beleuchten das gesamte Areal. Ja, dann brauchen wir noch einen Behälter. Und da brauchen wir noch das Horn. Sonst kommen wir nicht weiter. Sehr seltsam. Ein Schloss an einer Kette von einer Klippe. Hier muss Magie im Spiel sein. Ich brauche zunächst den Schlüssel und dann sehen wir weiter. In der Lichtung steht ein alter Stein, Fries. Er zeigt, dass das Schloss genau zwischen den zwei Welten zweier Feinde steht. Dem Einhorn, das das Gute widerspiegelt, und dem Hexer, der dem Bösen wieder verschrieben ist. Nun ist das Schloss selbst zum Schlachtfeld geworden. Jo. So, jetzt haben wir das Schmetterlingsnetz bekommen. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich weiter? Siehst du noch? Ja, da brauchen wir das hier und da fehlt aber hier noch was. Okay. Kann ich damit die Glühwürmchen einfangen? Wahrscheinlich hier kann ich sie wieder freilassen. Okay. Hier wieder. Ah. Kann ich mitnehmen, gut. Okay, dann nehmen wir das mit. Und ich kann jetzt da hier nicht ranknüpfen. Das ist seltsam. Okay, nur die Frage, wo geht's jetzt hier weiter? Hier wieder. Ach, das ist wahrscheinlich das andere Symbol dafür. Gegen meinen Enterhaken. Kombiniert von alleine. Alten Lappen haben wir bekommen. Dann können wir jetzt wieder zum Brunnen. Alte Truhe. Da haben wir eine Spitzhacke und da fehlt ein Wappen. Okay, da haben wir wieder ein Wimmelbild. Ein tierisches Wimmelbild. Korb mit Äpfeln. Sorry, Herr Igel, das ist, dass ich hier Mitternachtssnack da jetzt gerade mal reinlege. Aber der wird jetzt gebraucht. War nur drei Äpfel drin, das ist aber halt herzhaft wenig. So, wo ist denn hier der Axtkopf? Hier. So, eine Fliege. Meint ihr jetzt eine Fliege-Fliege oder eine Fliege, wo man sich um den Hals bindet?
Eine Fliege. Eine echte Fliege. Dann da ist das ein. Warum da ist doch das Einhorn? Und ich sehe irgendwo ein anderes Einhorn. Das Einhornhorn, nicht Einhorn. Ich muss heute mal komplett lesen. So ein Kompass. Da. Ein Eimer, da. Eine Pfeife, die hockt hier oben, ich weiß. Eine Pfeife, die die ganze Zeit nicht mittig in der Webcam ist. Was für ein Sakrileg, wenn der YouTuber nicht in der Webcam nicht mal in der Mitte ist. Es ist kein Pfeil dahinter. Ich bin doch ein Dämlack. Wieso lese ich jetzt Pfeil? Pfeife, du Pfeife. Damit meine ich mich, ja? Sorry, da war ich jetzt anscheinend ein bisschen Brain AFK. Wo ist denn hier eine Pfeife? Da. Okay, das ist kein Becher, das ist ein Mörser. Da ist ein Becher. Da ist eine Blume, da ist der Korb mit Äpfeln. Da ist der Federkiel, da ist der Käfer. Das sah aus wie ein offener Brief. Ja, es war mir klar, dass auf einmal da ich nicht mehr hin kann. Juckt mich jetzt wenig, Hexer. Richte die Löcher auf den Ringen mit denen auf der Stange aus. Verwende die Knöpfe, um die Ringe zu drehen. Diese haben Metallstifte, die die Ringe festhalten, um den gemeinsam drehen zu können. Ah, so, ich verstehe. Ach, jetzt ist der... Oh, ganz ehrlich, jetzt kommt es auf das Mini... auf diesen Millimeter an, oder was? Immer diese Millimeterarbeit. Ja, da glitzert es auch wieder. Also der lässt uns die ganze Zeit das walten und machen. Das ist so wieder so, ganz ehrlich, ich nehme die ganzen Bösewichte in Wimmelbildspielen gar nicht mehr so ernst mehr, ganz ehrlich. Glühwürmchen, das ist, bist du. Eine Fledermaus. Nee, du bist ein Drache, doch keine Fledermaus. 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 Ja, sag mal, bin ich blind oder was? Ich würde doch hier wohl eine Fledermaus sehen.
Da. Blaue Rose. Ente. Nummer 7. Dann eine Leiter. Mit Modellschiff. Modellschiff, da. Eine Kralle, die ist hier. Ein Hummer, der ist hier. Eine Katze, die guckt da hinten raus. Ein Hammer. Und ein Handschuh. Nehmen wir den Hammer. Hier muss ich noch was machen. Nehme ich mit. So. Da ist die Form. Da ist dein Hammer. Hat er gleich schon gemacht. Gut. Sobald ich den Schlüssel im Schloss umdrehte, erschien wie von Zauberhand eine Brücke, die in die Schlucht überspannte. Luchtfallen. Da brauche ich wahrscheinlich Feuerstein. Die Fackel nehmen wir mit. Das ist hier. Das Bett wurde mit einem Seil befestigt. Mal mit. Hier geht's nicht weiter. Komm mal nicht an den Kristall heran. Das war mir klar, deswegen Feuer. Also bitte, Hexer, da müsst ihr schon was Besseres einfallen lassen. Oh, da ist ein Vogel verletzt. Die Statue-Frau ist voll wunderschön und hat aber eine Harfe fehlt. Feuerwerkskörper. Es scheint, als hätte er einen Schild an dieser Statue befunden. Ja, okay, den müssen wir finden. Der Hexer legt mir immer mehr Steine im Weg. Dieses Mal hat er einen steinnahe Klofen mit Eis bedeckt. Der Adler ist verletzt. Ich muss seinen Flügel verbinden. Okay. Soll hier was machen können und da was machen können. Aber was kann ich denn hier machen? Jetzt sag bitte nicht. Ich wollte schon sagen. Sonst denn noch hier? Achso, der hat noch so was wie einen Schürhaken dabei gehabt. Verstehe. Hi, Fuchs. Nein. Böse Sachen mache ich nicht. So, der schläft, der ist zufrieden. Okay, hier brauchen wir eine Kurbel, das ist klar. Wenn ich den Sarkophag betrachten kann, sollte ich den Fluss überqueren. Hexer, du bist langweilig. Na toll, fehlt da etwa noch ein Schild? Oder was? Okay, was soll ich hier noch mal? Ah, ja. Der Fuchs verletzt? Achso, der Adler ist verletzt, nicht der Fuchs. Hier, bitteschön. Okay, jetzt kann ich zum Altar hin. Da ist eine Kurbel und da müssen noch so, glaube ich, so ein paar Steinchen rein, vermute ich mal. Und dann muss ich einen Pumuckl anrufen, weil der braucht seine, ich brauche seinen Handabdruck.
Und was haben wir hier? Ein Becher. Mehr war da nicht. Ein Becher. Das animierte Wasser hier. Das ist irgendwie so real, ist so eine Real-Aufnahme von einem Fluss. So, ich habe jetzt einen Becher. Was soll ich mit dem Becher machen? Ah. Eine heiße Quelle. Aber ich kann hier noch was machen. Wenn ich etwas flicken oder bauen muss, könnte mir dieser Ton zu gelegen kommen. Hätte er sein können. So, jetzt. Tipp. Kriege ich jetzt ein Pflanzenwachstumsmittel wahrscheinlich. Und nochmal ein Brett. Da kann ich den Huf schon mal reinlegen. Da kriege ich einen goldenen Kristall. Und da fehlt jetzt noch... Das war bloß der Hinweis wahrscheinlich gerade. Ich kann hier noch was machen? Was denn? Ach, ich kann den... Ja, komm. Schmeiß mal schon mal den gelben Kristall rein. Und dann schmeiße ich hier noch mal ein Brett hin. Dann ist da ein Wimmelbild und ich sah schon... Blup. Wing, wing, wing. Und da befindet sich Honig. Jawohl. Da können wir das Wimmelbild nochmal machen. Ich muss mich wieder anders hinsetzen. Ich kann nicht mehr auf einer Stelle hocken. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Die Kanone ist nicht geladen. Okay. Ich klicke auf den Helm. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen verjagt. Narrenkappe. Was für eine Narrenkappe ist, wenn keine Glöckchen hat? Da, bitteschön. Da. Steht nur noch eine. Wo ist die? Da, bitteschön. Münzen. Da. Hellebarde. Eine Hellebarde. Das ist eine Sense. Da ist eine Hellebarde. Narrenkappe. Vorhängeschloss. Eine Krabbe. Da. Dann ein Buch. Trauben. Eine Schachfigur. Das vielleicht? Nö. Eine echte Schachfigur anscheinend. Schachfigur, Schachfigur. Da. Ein Helm. Eine Harfe, die ist da hinten. Eine Pfeife. Hier und eine Zeitung. Die ist hier. Wer bist denn du? Was für eine mürrische Katze. Ich sollte mir eine Möglichkeit überlegen, es hier abzulenken oder zu verscheuchen. Ey. Wimmelbild auf dem Wimmelbild. Flagge als einziges. Okay. Wenn ich wüsste, wohin damit. Keine Ahnung gerade. Ach, war richtig. Okay. Schmetterling. Handspiegel. Ein Handspiegel für die Dame oder Herren? Ja. Papierflugzeug habe ich auch schon gesehen. Schlüssel ist hier. Eine Flosche. Die ist hier. Roter Kristall ist hier. Ein Fächer. Ein Fächer. Ist hier eine Lupe, hier eine Schlange, hier
Löffel da. Ein Hirsch. Hier. Eine Flagge ist da. Okay, ich krieg eine Kelle, okay. Das geht zum Baum, wo der Dampf rauskommt. Hier mal das Steinschild. Dann wieder zurück. Kriegt er das Steinschild. Wir kriegen ein Grünkristall und eine Pfeife. Den Kristall können wir schon mal hier einsetzen. Danke, danach brauchen wir einen Humuckel. Und dieses Wimmelbild nehme ich mit in die nächste Folge. Falls das die letzte Folge sein wird und die ein bisschen zu kurz wird, werde ich diese an dieser Folge hier ranhängen. Ihr wisst Bescheid. Bis gleich oder bis später. Hey ho, weiter geht's. Und es fängt an mit einem Wimmelbild. Ohne dass wir irgendwas freilegen müssen. Finde ich gut. Okay, ein Stift. Ein Königreich für einen Stift. Ich weiß, dass es Stift heißt. Ich betone es nur gerne so anders. Stift, Stift. Wo ist denn hier ein Stift? Ein Stift. Waren wieder zwei Gegenstände aufeinander. Herrlich. Vor allem war das kein Stift, sondern ein Füller. Ein Füllfederhalter. Mein Gott. Fernrohr. Da. Handabdruck. Hier. Schädel da. Lasso. Komm, pack das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Muss das sein. Weil ich heute. Ja, ihr Hobbypyromanen braucht da gar nicht hingehen. Ihr Kerl, ihr Feuerameisen. Kerzenhalter, der ist hier. Taschenuhr. Ist hier, die hängt direkt da oben. Ein Turm. Hier. Einen Nagel. Ich nagel euch fest mit diesem Video. Dum, dum. Ein Nagel hier zu finden. Ist nicht unmöglich, Toyota. Ja. Oder ein Porträt hier. Okay, ich krieg ein Lasso. Ich krieg wirklich ein Lasso. Geil. Wahrscheinlich um den blauen Kristall da runter zu holen. Oh, jetzt kommt der Pumuckl zum Einsatz. Meister Eder. Positioniert die Zeiger der vier Eckkristalle so, dass die Lichtstrahl nur innerhalb des Altars gebrochen wird. Starte den Strahl, indem du auf den Knopf in der Mitte drückst. Ah, ich verstehe aber das Prinzip. Moment. Das ist jetzt nicht schwer. Hä? Okay, warte, Moment. Also den kann ich nicht drehen.
Positioniere die Zeiger der vier Eckkristallen so, dass der Lichtstrahl nur innerhalb des Altars gebrochen wird. Starte den Strahl, indem du auf den Knopf drückst. Positioniere die Zeiger der vier Eckkristalle so, dass der Lichtstrahl nur innerhalb des Altars gebrochen wird. Warte mal, wenn ich jetzt den... Ich meine, drehen kann ich die hier nicht. Wartet mal. Ja, und somit war das das Bonuskapitel, meine Freunde. Ich sag ja, ich werde das jetzt an die Folge 14 noch dran heften. Ich sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und wie gesagt, ich werde jetzt danach den ersten Teil von Mystery of the Unicorn Castle spielen. Bis dahin und gehabt euch wohl. Tschüss.